Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, geht es heute um die She-Hulk Marvel Serie von Disney Plus. Da passiert endlich was bei der Serie und so die ersten Infos zu der Marvel Serie zu She-Hulk erfahrt ihr heute in dem heutigen Video. Freunde, falls ihr eine Idee habt, wie ich dieses Format nennen könnte, schreibt mir in die Kommentare. Um She-Hulk geht es heute im heutigen Video, Freunde. Um die Cousine von Hulk. Es kommt Bewegung in das Marvel-Projekt She-Hulk bei Disney+. Mit Kat Coiro wurde eine Regisseurin gefunden. Alles deutet auf eine Comedy-Serie hin. She-Hulk, die geplante Serie von Disney+, im Marvel-Universum, nimmt endlich Fahrt auf. Wie unter anderem Deadline berichtet, wird die Regisseurin Kat Coiro den Piloten und aller Wahrscheinlichkeit die 6 Folgen der kommenden Serie in Szene setzen. Damit hat Showrunnerin Jessica Gao, bekannt von Rick and Morty, interessanten Zuwachs erhalten. Die 40-jährige Kat Coiro ist Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin. Ihre Filmografie ist für Comedy-Fans besonders interessant. Sie hat unter anderem mitgearbeitet an It's Always Sunny in Philadelphia, Brooklyn Nine-Nine und Shameless. Ihre Genre-Erfahrungen im Bereich Comedy stehen also außer Frage. Zudem ist Kat Coiro möglicherweise eine aufstrebende Regisseurin in Hollywood, denn ihr erster großer Film Marry Me mit Jennifer Lopez und Owen Wilson in den Hauptrollen hat sich den Valentinstag 2021 als Kinostart gesichert. Bisher weiß man noch nicht sehr viel über die She-Hulk-Serie. Ja, als nächstes dürfte bestimmt bekannt gegeben werden, wer die Rolle übernehmen wird. Es handelt sich bei She-Hulk um Jennifer Walters, die Cousine von Bruce Banner. Die Anwältin ist nach einer Mafiaschießerei schwer verletzt und erhält eine Bluttransfusion von ihren mit Gammastrahlen in Berührung gekommenen Verwandten. Wie ihr Cousin Bruce Banner alias Hulk besitzt Jennifer Walters übermenschliche Kräfte. Diese sind abrufbar, wenn der Hulk sie in ein grünes Wesen verwandelt. Da ihr Gehirn intakt bleibt, ist sie auch in Gestalt von She-Hulk sehr intelligent, sowie als professionelle und erfolgreiche Anwältin unterwegs. Darüber hinaus hat sie noch einiges mehr an Fähigkeiten zu bieten. Sie verfügt nämlich über eine übermenschliche Geschwindigkeit und Ausdauer, eine extreme Widerstandsfähigkeit, eine unverhältnismäßig große Agilität und sehr gute Heilungskräfte. Im Gegensatz zu ihrem männlichen Hulk-Pendant bewahrt sich She-Hulk ihre Intelligenz und Persönlichkeit, wenn der grüne Wüterich herauskommt. Deshalb entschied sich Jennifer Walters auch dauerhaft super stark und grün zu sein. Ja, Freunde, 3 Fragen an euch. Was erwartet ihr von der Serie She-Hulk? Und sollte es eine Comedy werden oder mögt ihr es eher ernst? Die Fragen könnt ihr mir mal in die Kommentare beantworten. Was ihr erwartet von der She-Hulk-Serie? Und sollte es eine Comedy werden oder eher eine ernstere Serie. Ja, also ich erwarte von der She-Hulk-Serie, dass die zum einen gut wird und zum zweiten, dass Hulk auftaucht in der Serie. Nicht nur als Cameo oder so, sondern durchgehend durch die erste Staffel, durch die 6 Folgen, erwarte ich, dass Hulk mit dabei ist. Ich hoffe es. Also für mich sollte die Serie eher ernst sein als eine Komödie. Ja. Freunde, was sagt ihr dazu? Beantwortet mir die Fragen in die Kommentare. Was erwartet ihr von der Serie? Oder sollte es eine Comedy werden? Oder eher eine ernstere Serie? So, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit der ersten Folge des neuen Formats, wo ich noch keine Ahnung habe, wie ich es nenne. Falls ihr, wie eingangs schon erwähnt, eine Idee habt für das neue Format über Serien, wie ich es nennen kann, schreibt es in die Kommentare. Ja, Freunde, und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, die erste Folge des neuen Formats, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen, das könnt ihr machen.
Und hier oben, Freunde, wer es immer noch nicht gesehen hat, gelangt ihr zu dem letzten Lotte-Vlog, den vierten Teil. Wer es immer noch nicht gesehen hat, gelangt hier oben zum Video, Freunde. Und ja, Freunde, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos von mir verpasst, wenn ich eins hochlade. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und darf ich sagen, hören wir uns dann zum nächsten Video wieder. Haut rein, Soccerboy, Game over. Ciao.